Guten Tag, der Uwe und die Porn, Thomas und Von aus Thailand. Wir waren ja schon lange nicht mehr jetzt beim Thomas gewesen. Kamen auch schon Beschwerden hier, was ist denn mit Thomas? Lange nichts mehr gehört von. Und ich sollte mir hier so ein Kissen hinmachen wegen dicke Eier hier. Das ist doch auch Blödsinn hier. Also man kann doch richtig so schön bequem hier sitzen hier. So, Wichtigste, wie geht's Thomas? Bitte schön, wie geht's Ihnen, junger Mann? Eigentlich soweit ganz gut, aber Arm und Bein immer nicht bewegen. Ja, also sonst normalerweise, sagte er, geht es ihm eigentlich gut. Und nur noch Arm und Bein, was sich halt jetzt immer noch nicht bewegen lässt. Also da kommt leider immer noch nichts, aber sonst vom allgemeinen körperlichen Zustand geht es ihm soweit ganz gut, sagt er. Ne? Genau. Ne, also dann passt es soweit eigentlich. Aber es ist verdammt langwierig, um diese Funktion wiederherzustellen. Er hat sich jetzt hier so ein Gerät gekauft, ne, wo man da so arbeiten kann. Also dann kann er darauf sitzen und treten. Das heißt, mit einem Bein kann er ja dann richtig arbeiten und das andere Bein wird dann so da mit drauf jetzt gedreht. Ne? Also dass es dann immer so in ne? Ja. Da Bewegung ist. Ne? Ja. Der Gehirne. Hm. Der Gehirne. Hm. Der Bein. Moment, Gerät kommt. Dieses Gerät. Diese Gerät. Oh, ich wollte jetzt hier keine. Das wollte ich jetzt nicht machen. Live dabei und in Farbe hier. Was machen die jetzt? Ach, jetzt willst du das jetzt hier. Ach Gottes Willen, jetzt willst du das hier zeigen. Also es ist ohne. Das ist jetzt ohne irgendwie mit Widerstand oder so. Das ist einfach nur. Warte mal, du kannst hier irgendwie doch was Widerstand noch einstellen, ne, an so einer Schraube oder so. Ne? Ja, richtig. Ne? Sehe ich gerade. Da kann man noch so eine Schraube einstellen, dass dann der Widerstand sich erhöht beim Treten. Aber es geht ja in dem Sinne eigentlich nur erstmal um, dass sich das eine Bein da jetzt mitbewegt, dass der in Bewegung kommt dann, ne? Und dass der halt in weiß, er muss auch was schaffen dann, ne? Aber das ist leider alles eben noch nicht so, wie es eben sein sollte. Es funktioniert. Es funktioniert, also. Ah ja, oben kannst du auch noch machen, ne? Oben kannst du auch noch machen, ne? Ungefähr so, wie wir es jetzt gesehen haben hier beim See, in dieser Funktion dann, ne? Also vom Arbeiten, da kannst du die also Schraube einstellen, Widerstand oder was, ne? Geht ein Radlager drüber. Also das vom, er war jetzt hier beim Arzt noch gewesen, hier bei so einem speziellen hier, auch der, wo die Nervenbahnen noch so stimuliert oder was, ne? Da war Porn auch schon mit gewesen. Und dann Spritzen, so ist auch klar, ne? Aber kann auch keine Wunder vollbringen. Hier dieser Doktor, der ist auch im Krankenhaus. Der ist normalerweise Unfallspezialist oder was. Ne? Und dann, was Thomas gerade auch noch gesagt hat, ist, er hat die Blutwerte. Und da sagte der Arzt, er soll nicht so fett essen. Seine Blutwerte seien in diesem Punkt zu hoch. Die Fettwerte sind zu hoch. Fettwerte zu hoch. Blut. Ja. Wenn ich mir Thomas so anschaue, kann ich das nicht bestätigen. Aber ich bin kein Arzt, ich weiß es nicht. Also ich sage immer, Thomas kann also gerne noch jemand 20 Kilo zulegen und dann wäre es gut, ne? Also von daher. Ne? Ja. Aber er war immer schon so dünn, also da müsst ihr euch nicht darum sorgen oder was, das war immer schon so. Wie lange ist der Schlaganfall jetzt eigentlich her? November letzten Jahres.
Anfang letztes Jahr? November. Ende? November. Also praktisch fast doch schon ein Jahr, doch fast schon ein Jahr her. November letztes Jahr, ja. November. Ja. Letztes Jahr. Letztes Jahr, also doch schon fast ein Jahr her. September, ja. November, ja. 10 Monate, ist doch schon wieder her, ne? Von der Zeit an. Ja. Also. Gut, es hat sich so weit entwickelt, dass er, er sagt also körperlich, geistig alles in Ordnung, das Ganze da, ne? Nur eben vom linken Arm, linke Bein weiterhin tot, ne? Schade drum, ja. Aber ich sag immer, das wird daran natürlich auch liegen, weil er doch so lange im Auto da jetzt gesessen hat und da doch recht lange keine Hilfe gekommen ist. Ne? Ich vermute, dass doch vor einem Schlaganfall das nicht so hilfreich war, dass man da so lange im Auto jetzt gesessen hat. Ne? Und der Krankenwagen. Was war die OP? Hm? Ich wollte nur meine OP. Allein. Ich wollte nur OP. Okay. Wann war die Operation? Allein, okay. Was hat genommen? Hoch. Der Fall war, glaube ich, um 1 Uhr am Tag. Ja. Um 6 Uhr die Operation. 5 Stunden dann, ne? Ja. 5 Stunden, ne? 5 Stunden nach dem Schlaganfall, das ist verdammt lange, ne? Und das heißt, wenn da 5 Stunden die jetzt Gehirnhälfte dann da nicht durchblutet ist, da fehlt natürlich dann Sauerstoff, ne? Da haben die Gehirnzellen sich abgeklumpt. Ja, und da sind natürlich dann viele. Ja, das ist es, ne? Weil das Gehirn braucht sofort Sauerstoff, braucht immer mit Sauerstoff. Und wenn es halt dann so lange, und das ist eine lange Zeit, 5 Stunden, das ist eine verdammt lange Zeit. Jetzt muss die rechte Seite lernen. Ja. Die 15 soll die Seite zu nehmen. Mhm. Ja, das heißt, linke Seite ist tot, das heißt, die rechte Seite muss das jetzt übernehmen, richtig? Ja. Ja, oder so. Das ist ja dann genau falsch rum dann, ne? Auf der anderen Seite. Das muss das jetzt mit übernehmen, das muss angelernt werden, das muss jetzt trainiert werden und dann natürlich auch hier mit solchen Übungen, dass das Bein, dass das Gehirn weiß, da ist ja doch noch was und das muss irgendwie arbeiten, ne? Ich bin kein Doktor, Jungs, ich weiß es nicht mehr. Aber so von der Funktionsweise dann, das Ganze muss im Training bleiben, es muss bewegt werden. Es darf also jetzt nicht so still bleiben. Und wie oft machst du das jetzt am Tag? Jeden Tag so früh Abend. Frühmittagabend. Dreimal am Tag, ja. Okay. Ne, das ist das Teil natürlich, es muss Bewegung drin kommen, ne? Es muss bewegt werden. Dann hat der Vater von ihm hat jetzt noch ein Profi-Tänzgerät noch zu jetzt geschickt, also wirklich ein richtig Profi-Tänzgerät. Tänzgerät, wer das nicht kennt, das ist hier so eine Elektrostimulation. Platten, die man sich so auf den Rücken kleben kann und dann durch diese Elektrostimulation, was auch gut bei Bandscheibenvorfall ist, wenn du richtig Schmerzen hast, ne? Hilft bei mir auch gut. Und das ist aber so ein Profi-Gerät, was dann auch genau anzeigt, wo die Kleber hin müssen, welche Positionen dann da eingestellt werden muss, gerade bei Schlaganfall. Ne? Also das ist, da musst du dich erstmal reinfuchsen da und welche Punkte du da an dem Gerät einstellen musst dann da. Aber du hast ja Zeit, kannst du lesen, ne? Also das Teil, ne? Also einen richtigen Profi-Teil da, ehrlich, du. Ja, muss ich gleich auch nochmal zeigen, dann werden wir hier das Ding wieder runternehmen, ne? Also es wird schon da, was da jetzt, jetzt gemacht da und es braucht aber weiterhin natürlich Zeit. Ne? Wie oft musst du noch ins Krankenhaus? Jeden Monat 2-mal ungefähr. Alle 14 Tage? Ja. Alle 14 Tage Krankenhaus untersuchen. Und, ne? Und dann hört man sowas, ja, er hat die Fettwerte zu hoch. Gottes Willen. Also das
Nee, Uwe, das stimmt nicht, gell, das stimmt nicht. Das kann man nicht sagen, nein, nein, das stimmt nicht. Also, was haben wir sonst noch Neues? Eigentlich nichts weiter. Eigentlich nichts weiter, also es... Sonst ist alles okay. Sonst alles okay, ja. Er macht ja auch seinen YouTube-Kanal, macht er auch jetzt wieder weiter. Und wo bist du jetzt bei 600, ne? Abonnenten, ne? 600? Nein, 500 doch was. Ah ja, 500, ja, ja, 600, gell. Aber es geht aufwärts, gell. Ja. Thomas macht hier so einen Spaten-Kanal, ne? Also wer das noch nicht kennt hier. Nur mit Tiere, so mit Tiere aus Thailand, Vögeln und solche Sachen, ne? Schmetterlinge oder was, ne? Schlangen oder was, ne? Schlangen gucke ich auch immer. Ne, wenn der Schlangen hat, gucke ich auch immer so. Ne? Das mache ich auch gerne sehen, sowas. Ne? Ja. Ne? Schlangen so. Ne? Wenn was kommt, dann mit Schlangen bin ich immer mit dabei. Ne? Ja, das weiß ich auch. Das ist schon wieder ein bisschen seltener. Oder die hängen bei uns in den Verlieren drin. Das kann natürlich auch sein. Da. Und dann den Porn, die macht die so raus. Am Schwanz packen. Ja. Die Kunde sind vom Schnuppern. Richtig, ja. Genau, die haben ja. Wir ja auch viele. Ne? Das ist ja hier Standardschlange, ne? Die grüne Schmuckbaumnatter. Genau. Da hast du mal schöne Aufnahmen von jetzt gehabt, dann. Das weiß ich noch. Ne? Ja. Da war mal richtig schöne, saubere Aufnahme. Ne? Das ist so sein Spatenkanal. Blue the Rollerbird heißt er. Im Gedenken an seinem Vogel. Richtig. Der ja weg ist. Ja. Schade, ne? Der wurde ja von der Katze gefressen. Ne? Nee, die haben Kinder drauf getreten. Ach! Kinder waren tot. Weil der Film in die Weide getragen hat. Kinder waren erschrocken. Ja, Kinder waren erschrocken. Ja, der hat mich auch schon mal angegriffen, der Vogel. Der war das so ein bisschen revierbildend. Der Rollerbird, ne, ist ein schöner Vogel eigentlich, aber sehr revierbildend. Und wenn da Fremde kommen, ist er immer dann gleich drauf. Ist auch mal auf Miete drauf gewesen. Live dabei, Angriff hier. Ne? Hinter dem Haus ist es. Ja. Ah, hier der andere Vogel. Ja, andere Vogel. Ja, also er macht das so einen Spaten jetzt Kanal. Könnt ihr auch mal reinschauen. Ne? Vögel, Tiere, Schmetterlinge. So, das ist so das Ding dann. Dann. Alles, was er kreucht, fleucht. Alles, was so kreucht und fleucht dann, ne? Ja. Das ist richtig dann. Ne? Mhm. Wie sieht es jetzt hier aus mit jetzt finanziell? Wie macht ihr das jetzt hier? Wie läuft das hier? Wie meinst du? Ja, wovon du jetzt hier mit lebst in Thailand? Was ist das Thema jetzt hier? Wo kommt das Geld jetzt her? Walge Thomas war ja sonst aktiv hier, ne? Hat ja für deutsche Museen jetzt gearbeitet und für meine Frau. Ne? Und das ist jetzt ja alles jetzt ja weggefallen, ne? Ja, war schon gerade dieses Gold dabei. Von Hüfte mal gerade. Ja, ja, ja. Ja, von kann natürlich auch nicht weg, ne? Ist auch natürlich so, die muss ja auch natürlich 24 Stunden hier sein, ne? Du bist ja eigentlich immer jetzt hier, ne? Ja. 24 Hours hier, ne? Und wenn man hier, ja, gibt auch Pfleger hier, ist klar, du kannst natürlich auch Pfleger machen hier, ne? Ist in Thailand auch kein Problem, hier rund um Pfleger zu finden. Und nee, ich will was anderes sagen, aber die kosten ja auch Geld, ne? Die musst du auch natürlich jetzt bezahlen und die kosten dann mehr, als wenn von jetzt arbeiten geht und dann den Pfleger bezahlt. Das geht dann also nicht, das geht nicht auf. Das wäre dann eine Milchmädchenrechnung. Das würde dann nicht aufgehen, weil der Pfleger kostet mehr, als was sie dann verdienen würde. Also es bleibt weiterhin eine prekäre Situation. Und meine Eltern haben einen Spendenkanal. Ja. Ein Spendenkonto auch eingerichtet. Genau, genau. Hm. Genau. GoFound habe ich auch schon immer wieder verlinkt hier. GoFound, weil Thomas hatte auch keine Krankenversicherung jetzt gehabt. Das Thema Thailand, Auswanderer, Krankenversicherung. Ich weiß auch immer wieder darauf hin, wenn einer auswandern will. Beste Ideal ist, du bist jung und du bist gesund. So. Und dann nimmt dich auch noch eine Krankenversicherung auf. Wenn du jetzt aber alt und krank bist und du wanderst aus nach Thailand, du hast Vorerkrankungen, die Versicherung, die meisten
weisen dich gnadenlos ab. Ne? Die schließen alles aus. Ne? Ja. Wie es bei Thomas auch war. Genau. Er hat Vorerkrankungen, wie nennt ihr das? Skolerose? Skolerose, genau. Skolerose heißt es? Eine von Lungen oder Gefäße. Und natürlich auch die jetzt Organe drin, alles dann so, dann alles da. Und das war für die Krankenversicherung alles immer Ausschluss und wird nicht jetzt genommen. Also, er ist aber auch schon früh ausgewandert. Ne? Du bist auch schon mit 25. Ja. Kam er auch schon hier mit 25. Ist auch schon 25 Jahre hier. Ne? Also, ist auch schon jung ausgewandert. War ja damals eine andere Situation auch. Ne? Also, ne? Jetzt natürlich ist die Situation, wie sie ist, und ist natürlich nicht so prickelnd, ne? Ist klar. Ne? Also, das Ganze bleibt schwierig. Ich kann das gut von den 50 Jahren. Ne? Ich bin 50. Jetzt bist du 50, ja. Katastrophe. Ja. 50, ja. Ich bin jetzt 59, ne? Ja. Ich bin 59, ja. Ja, Thema Krankenversicherung hatten wir auch schon viele Male auf dem jetzt Kanal hier, ne? Und muss man immer wieder darauf hinweisen, wenn du auswanderst, ne? Thema Krankenversicherung, es ist wirklich wichtig. Es ist wirklich wichtig, ne? Also man sieht es in so einem Fall und auch in Thailand. Kosten die Krankenhäuser Geld und du musst da ganz schön was bezahlen. Und die Kosten, was wir hier für einen Thomas hatten, habe ich im letzten Video auch schon aufgelistet, was da alles kam. Aber natürlich, jetzt geht ja das auch hier weiter mit der Situation, wie sie halt ist dann da. Ne? Ja, also Thomas kann nichts mehr jetzt verdienen, ist auch klar. Das bleibt erstmal so und so sieht die Situation aus. Ne? Ja. Schade alles, ne? Alles so blöd gelaufen mit so einem scheiß Schlaganfall, ne? Nicht schade, Katastrophe. Ne? Nicht schade, Katastrophe. Katastrophe. Ja. Ja. So sieht's leider in Wirklichkeit aus, ne? Aber nu, bleiben wir mal dabei. Im Resultat hat sich's also sehr so weiter jetzt gebessert, muss ich sagen. Vom Körperlichen, vom Sprechen, vom allgemein Zustand ist es also jetzt auf jeden Fall. Es wird auf der Seite immer besser. Ne? Die Therapeuten haben super. Super gegangen aus. Ja. Weil ich zur Therapie. Ja. Die haben gesagt, ich weiß. Wir haben 60% gesagt. Ja. 60%. 60% hast du jetzt? Ich könnte das ja nicht haben. Oh. Oh, das sind aber Hoffnungen. Das sind aber Hoffnungen. Dass du also die Sachen jetzt 60% hat er soweit jetzt geschafft und Hoffnung auf bis Jahresende wieder laufen. Bist du sicher? Ich hoffe. Okay, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also nee, ich habe gesehen, wie sie hier mit Laufen da, die zwei haben sich da was ausgedacht hier, wie man hier gelaufen kann. Bein ist, also da kommt nichts, oder? Gar nichts, ne? Null, ne? Nichts. Nichts, ne? Nachts. Ja. Ab und zu Schmerzen, oder? Nachts, wenn es besser bezahlt ist. Zucken. Ja. Und meine Hand auch, die zuckt nachts. Ja. Ist das ein gutes Zeichen? Ich denke. Aha. Ja, du hast ja schon gesagt, dass dann in der linken Seite Arm trotzdem Schmerzen sind, ne? Ja. Das ist auch natürlich blöd, ne? Also. Die Gelenke voll. Oh, geil, ja. Ja, okay, das denke ich mir auch natürlich, weil da ja ne, keine Bewegung so mehr drin ist. Ne? Das ist ja dann, wird das auch alles gut versteift sich dann, ne? Ja. Das Ganze da. Ja, Bewegung, ne? Ist klar, ne? Bewegung machen. Und ich glaube, sonst bleibt nichts anderes übrig, oder? Ne? Zeit und. Ja. Arbeiten, Bewegung machen, ne, und das Beste hoffen, würde ich mal sagen. Ne? Würde ich mal so sagen. Hm. Und sonst? Was haben wir noch jetzt vergessen? Vielen Dank für die Spenden an der Nelsko. Richtig, dürfen wir natürlich auch da nicht vergessen. Er macht auch immer regelmäßig. Der Bernd Metzger, er denkt noch an Thomas und dass da noch ein bisschen Geld dann reinkommt. Und ja, Dankeschön. Ne? Muss man sagen. Ja, sonst bleibt's dabei.
Zeit geben, arbeiten und mehr essen, würde ich sagen. Ich würde sagen, der Junge muss mehr essen, würde ich mal sagen. Ich soll mir nicht so fett frech essen. Ach, Quatschkopf, glaube ich nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Also, naja gut, wir haben wie jetzt gesagt. Das geht Brot, die Brot soll weglassen. Ich bin ja kein Arzt und ich weiß auch nicht mit den Geblutwerten da, aber vom ich würde sagen, ja, der Junge kann noch ein bisschen was draufkriegen hier auf die Rippen hier, würde ich mal jetzt sagen. Ne? Natürlich weiß ich jetzt nicht von innen, ne? Der Schlaganfall kam ja auch nicht davon ungefähr. Ne? Da wird ja auch was dringend gewesen sein, warum oder so. Ne? Ja gut, also, dann würde ich aber sagen, wenn wir sonst nichts vergessen haben, oder ist noch was, was du noch sagen möchtest? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Von? Sport im Krankenhaus. Sport im Krankenhaus? Was gibt es im Sport im Krankenhaus? Die machen da eigentlich nichts. Die machen da nichts? Da liegt die Person auf dem Bett. Und die legen sie irgendwo hier. Waren sicher. Ja. Auf beiden Armen. Und das alles? Ja, das ist ja unverständlich mein. Na, machen wir nicht. Also gibt es hier nicht so richtig Krankengymnastik oder was? Ja, ja. Das fehlt oder was? Ja. Aha. Ja. Gut, du hast ja letztes Mal jetzt erzählt, da war ja einer da, der hat jetzt gesagt, du musst hier 3 Minuten auf ein Gebein stehen. Ne? Genau. Ja, das kann doch nicht mal ich tun. Ja, der war natürlich extrem, ja, das ist klar, das ist natürlich umgekippt, ist klar. Ne? Also geht ja auch nicht, ne? Das kannst du auch nicht machen. Ne? Gut, 3 Minuten jetzt auf ein Gebein stehen. Ne? Mach das mal einfach so. Ne? Mach das mal. Ne? Ich geht so jetzt hier bewegen. Ja, also ich würde auch sagen, das wird das Allerbeste sein hier, ne? Und dass du dann da die Bewegung machst hier da, mach das hier Tänzgerät, mach das, ne? Das ist wirklich ein gutes Teil. Warte mal, das zeige ich hier eben noch hier, das Tänzgerät. Profigerät, ich sag dir ehrlich, du. Das ist ein richtig Profiteil. So, aber dann würde ich sagen, um was zu sagen, warten wir noch auf meine Gattin hier. Passt alles, gell? Naja, ein bisschen jetzt verschoben, naja, geht schon. War's das für heute? Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn, Thomas und Von aus Thailand und Tschüssli. Und Tschüssli, ciao. Tschüss. Nochmal hier so ein paar Outtakes hier, ne? Noch ein paar Outtakes hier. Wir machen hier noch hier Mittagessen hier. Gibt deutsche Bratwurst, ist klar, deutsche Bratwurst. Man schaut sich hier mal die Haltung an hier. Herrlich, du, ist das schön hier. Es dampft und qualmt und zischt hier deutsche Bratwurst. Ich werde bekloppt, du. Herrlich, herrlich, Tilak. Bilder für die Götter, sage ich dir. Ha? Schön. Eben hattest du noch beide Füße direkt an der Pfanne dran. Das sah noch viel, viel schöner aus, ehrlich, du. Ach toll. Senf hat er auch hier. Senf hat er auch. Leider kein Löwensenf. Nur den süßen Senf hier. Schade. Aber egal, mitnehmen. Lecker deutsche Bratwurst, ja. Schön, mein Schatz.